Jesus! Meine Reflexion! Oh! Dennis Perez! Nimm die Flagge ein, Paris! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute versuchen wir eine Nuklear zu bekommen. Als Killstreaks werde ich die Drohne, die Konterdrohne und den Orbitalsatellit nehmen. Und ich habe schon öfter versucht, eine Nuklear zu bekommen. Obwohl eigentlich habe ich das noch nie versucht, um ehrlich zu sein, denn ich habe nie auf Nuklear gespielt, noch nie. Das ist jetzt mein erstes Mal, seitdem ich letztens mit einem Kumpel privat Black Ops 2 gespielt habe. Das war vor ein paar Tagen. Und ich wollte unbedingt eine Nuklear schaffen. Aber das war das erste Mal, dass ich so eine schaffen wollte. Ich habe noch nie eine geschafft, weil ich immer mich auf andere Sachen fokussiert habe, wenn es um Black Ops 2 ging. Und ja, ich bin gespannt, ob ich jemals eine hinbekommen werde. Und wenn das gut ankommt, dann werde ich auch eine Serie dazu machen, wo ich versuche, eine Nuklear zu bekommen. Und wenn ich etwas schaffen will, dann versuche ich es auch jahrelang. Also lass es uns tun. Das ist mein erster Versuch. Einfach so, weil ich Lust habe. Ich werde das Ganze mit der Beresenwaffe, der AK4 und... Wie heißt die nochmal? Okay, lass es uns tun. Ich bin viel Kills, bro. Ich 25, stimmt's? Okay, ja. Hat geklappt. Das ist der erste Anfang. Ich muss erstmal kurz warm werden. Da hinten ist einer. Gott, ich muss wieder warm spielen. What the fuck? Ach, ich bin doch gerade erst gespawnt. Ganz langsam, es ist okay. Die Nuklear ist sicher. Ich werde B einnehmen. Oh, verdammt. Wie viele Kills waren das? Ich glaube, das war einer. Nice. Noch 24 mehr. Ohne zu sterben. Keine Sorge, Leute. Ich habe eine extreme Taktik. Ich werde sie einfach flankieren. Das wird schon alles gut gehen. Keine Sorge. Ich weiß, wo sie sind. Sie sind alle hier. Schaut euch mal diese Bitch an. What the fuck macht er da? Komm her, Bitch. Was zum Teufel, du? Ich glaube, ich muss die Lobby wechseln. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Gegner campen einfach so stark. Ihr glaubt... Was? Ich kann... Nein. Falsche... Das ist jetzt meine Runde nur, um warm zu werden. Diese Lobby ist wirklich kein Spaß. Diese Lobby macht keinen Spaß. Die ist richtig schlecht, die Lobby. Oh mein Gott, ich kann nicht mal ziehen. Ich habe die Map gewechselt. Wir spielen auf Grinds. Hallo? Will jemand die Flanken mit mir einnehmen? Vielen Dank. Einer. Wie heißt du? FPS Mats. Lass es uns tun. Ich bin mir sicher, wir können es schaffen. Wir müssen uns nur fokussieren. Ah! Einer von 24. Zwei von 24. Oh, das fängt schon mal gut an. Ich glaube, vor mir ist einer. Noch 23 mehr, dann hätten wir es geschafft. Verdammt, es ist gar nicht so schwer, nachdem ihr einmal eine Drohne bekommen habt und nachdem ihr einmal ein Orbital bekommen habt, ist es nicht schwer. Dann ist es einfach. Ihr müsst halt nur ein bisschen Glück haben, dass ihr ein paar Noobs findet. Oder ihr macht einfach Reverse Boosting. Das ist die beste Taktik ever, die meisten verwenden, um, okay, es geht nur in Advanced Warfare, hier geht's nicht. Obwohl, ich weiß nicht, je schlechter die KD hier ist, desto schlechtere Gegner findet ihr. Ist es hier auch so? Ich habe eine Banane bekommen von Imperial Banane. Sei gegrüßt, Banane. Ich liebe Bananen. Ich meine, die, egal. Verdammt! Das kann nicht wahr sein! Ich bin so schlecht, man. What the fuck? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich dachte, ich komme hier rein und zerbashe alles. Aber es ist falsch. Es geht gar nicht. Ich bin zu schlecht, glaube ich. Ganz langsam. Ich will die Nuklear doch nur bekommen. Ja. Komm schon. Irgendwas läuft hier gar nicht gut. Ich weiß nicht, aber ich hätte es mir echt einfacher vorgestellt. Eine Nuklear ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Wer von euch hat schon eine Nuklear bekommen? Das würde mich mal interessieren. Weil ich habe noch nie eine gehabt. Oh, verdammt. Was zum Teufel? Die haben B. Was sollen wir tun ohne B? Verdammt. Sniper da hinten. Hol B, bitte. Diese Ultra Pro. Die meisten sind bestimmt deutsch. Die sind richtig Pro. Die Deutschen sind gut in COD. Das kann ich euch sagen. Eins von 24. 25. Nice. Wir kommen unserem Ziel näher, Freunde. Konzentriert euch. Keine Sorge, ich werfe mein Pro C4. Ultra Mega C4. Nein. Angreifer ausgeschaltet. Ich glaube, ich habe es geschafft. Jesus, what the fuck? Oh, das wird schwer sein. Was macht der Typ dort? Ah, mein Rücken juckt. Kennt ihr das, wenn es juckt, während ihr zockt? Gott, das ist, mein Rekord war in diesem Spiel eine Zweier-Streak. Wie soll das nur enden? Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht schlecht, das sieht sehr schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich krieg ab und zu mal paar Kills, aber mehr auch nicht. Jesus! Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, aber ich merke, wenn man nach einer Zeit wirklich wieder spielt, dann, es ist nicht so einfach. Ich flankiere sie. Ich kenne die besten Tricks hier in Black Ops 2. Ich bin ein Pro. Kill Nummer 1. Kill Nummer 2. Bitch! Diese Bitch wollte C4 werfen. Die spawnen alle hinter mir. Ich werfe C4. Oh! Wuhu! Episch! Oh, nice! Wir haben eine Drohne. Der erste Anfang. Nein! Verdammt! Langsam. Vielen Dank für den Kill. Ich schätze mal, ich werde eine andere Map spielen müssen, weil diese Map ist nicht gerade die beste Map für sowas. Diese Map ist schlecht.
Ich bin mir sicher, einige von euch haben schon 10.000 Nuklears bekommen. Wenn ja, dann seid ihr mein Vorbild. Ich will so werden wie ihr, wenn ich erwachsen bin. Auf... Ah! Was war das? Wir müssen das Ganze positiv ansehen. Die Gegner haben... Ne, da gibt's nichts Positives. Wir sind am Gewinn, das ist das Positive. Wir sind immer noch am Gewinn, das ist episch. Okay, Leute, wir werden B einnehmen müssen. Dazu werde ich sie ablenken müssen. Komm schon. Nein! Oh, doch, wir haben ihn gekillt, nice. Ah, mich juckt so am Körper. Ich schwitze gerade nicht. Ich kenne dir das, wenn ihr... Oh! Ja, ich habe ihn gedropshottet. Oh, oh, aufgepasst. Headshots! Episch! Gib mir die Kills, Baby. Gib mir meine Nuklear. Sie wartet auf mich. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Verdammt! Ich hasse Zephyr. Oh, wir haben ein Orbitasis-Lied. Dieser Typ, der das gezündet hat, ist so ein... Wieso ist er so dämlich? Wieso hat er jetzt Orbitasis-Lied gezündet? Was? Die Runde ist doch gleich... Die Runde wäre doch sowieso vorbei gewesen. Wo ist der Sinn? 17-3, bester Score ever. Und bester Killcam ever. Aber bitte einmal klatschen. Oh, ho, ho, ho. Episch, Quickscope. Okay, Leute, dieses Mal wird es besser anfangen. Die Gegner sind aber wirklich gut. Oh, verdammt. Wenn ich mich bewege, dann... Nee, ist alles okay. Das Ding ist, viele, die den Nuklear bekommen, die sind ja gar nicht selber mal so gut, sondern... Sie haben einfach nur eine Lobby gefunden, die einfach nur schlecht ist. Also, wo es richtig schlechte Spieler gibt. Weil, stellt euch mal vor, ihr kommt in eine Lobby, wo alle gleich gut sind. Also, genauso gut wie ihr. Und alle sind gleich gut. Das würde gar nicht gehen. Weil, wenn alle gleich gut sind, dann hat jeder im Durchschnitt eine KD von 1. Wenn jeder wirklich gleich gut ist. Nice. Hier spawnen die, ich glaube, alle. Oh. Ich krieg niemanden tot. Ich sterbe die ganze Zeit. Mittlerweile spielen die Spiel nur noch... Was ist dieser Sound? Halt deine Schnauze! Ziele. Hab ich gesehen. Und das soll ein Runner-Guy sein? Mann, ist der gut. Ich glaube, die kommen alle... Nice! Ich habe mein Teammate gerettet. Ich bin ein Ultra-Pro-Gamer. Okay, pass auf. Woo! Episch! Oh, oh. Da explodiert etwas. Okay. Oh! Woo! Ich habe eine Drohne. Ich brauche nur ein Orbital-Satellit. Dann habe ich es geschafft. Da hinten ist einer. Verdammt. Oh, komm schon. Zeig dich. Episch! Kontra-Drohne. Was? Nein, hinter mir. Ich bin tot. Ich kann es nicht glauben. Ich lebe noch. Aber wie? Stopp, renn weg! Ah, wie jetzt? Wie lebe ich noch? Oh! Töte ihn, keine Ahnung. Ist es ein S, ist es ein Sieg, ist es ein Vogel? Oh, nice! Oh! Zeig dich, du kleine Bitch! Nice! Oh! Der wahre Pro-Gamer! Ohne Scheiß, wenn das jetzt klappt, dann lecke ich euch von jedem Einzelnen die Eier. Es sieht so schlecht aus für mich. Verdammt! Ich habe wenigstens Orbital geschafft, das ist ultra mega nice! Das ist episch! Ich bin sowas von happy gerade. Okay, einen Moment. Nice. Wie sollen wir die Serie nennen, Leute? Road zur Nuklear. Road zur Badassigkeit. Irgendwie sowas müssen wir es nennen. Es muss einen Seriennamen geben für unsere Badass-Serie. Komm schon. Verdammt! Ich hasse es, von Sniper gekillt zu werden. Bitte tut er mich lieber mit C4, obwohl... Ja, C4 ist genauso scheiße, aber ist besser als Sniper. C4, wirf C4. Nice, bestes C4 ever. Aber das war gar nicht mal so schlecht, ihr seht. Sobald ihr einmal ein Orbital bekommt, bekommt ihr durch den einen Orbital den zweiten Orbital. Und dadurch bekommt ihr dann den dritten Orbital. Und das ist wirklich episch. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich liebe ihn. Ich fühle mich jetzt bekannt. Jesus. Meine Reflexion. Oh! Dennis Perez! Nimm die Flagge ein, Buddies! Oh! Yeah! Das war so viel Action. Ich konnte diese Action gar nicht handeln. Zephyr. Klappt nicht. Oh, da ist einer. Es wird der Moment kommen, an dem ich ein C4 bekomme. Mein Nuklear bekommen werde. Es wird der Moment kommen. Und ich werde es euch sagen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann bleibt einfach dran und seht zu, wie ich es schaffe. Ich werde es nämlich schaffen, egal was passiert. Das Spiel ist vorbei. Ich habe keinen guten Score. Ein 36-20 nur. Aber. Es geht mir hier null um den Score. Ich will einfach nur eine coole Serie haben. Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht geplant, irgendwie eine Serie aufzumachen, als ich jetzt aufgenommen habe. Aber ich wollte einfach eine Nuklear... Ich will irgendwie eine Nuklear schaffen. Ich habe mich nämlich nie so wirklich damit beschäftigt, irgendwie irgendwas zu schaffen, irgendwie eine Nuklear zu schaffen oder sowas. Aber ich schätze mal, das Gefühl ist wirklich cool, weil als ich damals in MB2 meine erste Atombombe bekommen habe, da war es für mich auch ein ultra großes, mega geiles Gefühl, eine Atombombe zu bekommen, weil ich einfach so lange dran gesessen habe und es dann irgendwie dann doch geschafft habe und das war einfach so episch für mich und eine der besten Zeiten und das hat mich auch im Spiel gefesselt und
Ja, ich schätze mal, es ist immer gut, sich Ziele zu setzen. Ja, ich hoffe, ihr werdet mich bei diesem Ziel begleiten, eine Nuklear zu schaffen. Wenn ihr mehr von der Serie sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf meinem Kanal vorbei, um mehr Videos zu sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau. Ich würde sagen, das ist der perfekte Buch. Ungefähr so. Ja, ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen problematisch. Da hat jeder seine eigene Meinung. Aber, ich bin zum Beispiel gar nicht der Fan von.